So, damit hallo und herzlich willkommen zurück und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Karre aus der Scheiße fahren, genau. Dass wir alles retten. So, noch die letzten beiden. Und jetzt muss das Glas wieder rein. Das ist ein 2x3, okay. So, kurz gucken, das müsste das hier sein, genau. Moment. Falsche Taste erwischt. Genau. So. Ah, na sieh einer an. So, und jetzt sollte auch Luft fließen. Gleich. Also rein theoretisch. Wir brauchen hier ein Kontrollpanel. Genau, ein Kontrollfeld. Machen einmal das Kontrollfeld hier hin. Achso, Stahlplatten und so weiter. Ha. Oder ging das nicht für... Ich glaube, das ging nicht, ne? Warte mal. Doch, ging. Also fehlt mir nur Stahlplatten deshalb. Okay. So, Moment. Also wir brauchen Stahlplatten, Computer und eine Anzeige. Okay, das kriegen wir hin. So. Computer. Und eine Anzeige, genau. Ah, da kann man ruhig mal ein paar von mitnehmen. So. Und dann müsste es ja eigentlich möglich sein, dass wir es in irgendeiner Weise hinkriegen, dass hier Sauerstoff läuft. Na, das wäre ganz gut. So, warte mal. Zumachen. Geschlossen waren die ja, oder? Eigentlich schon. Okay, gucken wir mal. So. Das, wir hatten ja gesagt, es müssten die sein, aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Hier merke ich jetzt aktuell nichts. Mist. Ist ja voll doof. Okay, da kann ich was konfigurieren. Warum ging das bei den anderen jetzt nicht? Hä? Hä? Warum kann ich den Lüfter jetzt konfigurieren? Ach ja, stimmt. Das war ja das mit dieser, ja. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn irgendwo Sauerstoff drinne? Sieht mir jetzt nicht so aus. Naja, aktuell. Achso, jetzt hängt er wieder. Mhm. Jetzt warten. Aber ich habe so das leise Gefühl, dass es allein schon deswegen nicht funktioniert. Okay.
da war in einem was drin, haben wir eben gesehen, ne? Ah, in ein paar ist was drin. Also, in dem einen oder anderen ist da durchaus schon was da. Okay. Dann frage ich mich natürlich, warum? Warum kann ich von hier aus nicht zugreifen darauf? Ja, guck mal, er verarbeitet das auch gar nicht. Warum nicht? Doch gar keinen Sinn. Was ist denn das da? Montageanlage, ist das okay? Aber ja, irgendwas ist ja hier nicht in Ordnung. Okay. Gut, also wir haben jetzt... Ich muss mal kurz hier ein bisschen Platz machen. So, wir haben jetzt hier einen Anschluss. Okay, das funktioniert gut. Mhm. Was war denn mal hier noch? So, jetzt können wir mal reingucken. Okay, aber das war doch alles in Ordnung. Warum spinnt denn der jetzt so rum? Warum will er denn in die Tanks auch nichts reinpacken? Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, und auch bei den Sauerstoffgeneratoren. Warum spinnt er jetzt so rum und sagt, er möchte nichts zu den Generatoren packen? Ja gut, das können die Generatoren unten sein. Ah ja, hier kann ich was hinpacken, okay. Okay, ich höre es auch schon arbeiten, das ist gut. Also waren das dann nur die Generatoren unten im anderen Teil. Ja gut, okay, das macht Sinn. Okay. Logisch irgendwie. Aber trotzdem... Oh, wir haben Sauerstoff. Wir haben gerade Sauerstoff, Leute. Ist ja cool. Gut, dann gucken wir uns mal rein. Das war sehr cool, dass wir hier die Luftschleuse entlüften. Mhm. Ist ja mega geil. Okay. Der Rest ist noch aus, ne? Okay, die vier und dann sagen wir entlüften. Ja, eben hat man ganz kurz was gesehen, aber... So, Luft ist hier raus, okay. Jetzt gucken wir mal, ob das bei allen Vieren ist, weil dann würde es bedeuten, sie sind alle vier im selben Raum. Ist raus. Und hier war anscheinend noch Sauerstoff drin. Okay. Gut. Er hängt wieder. Na? Ich glaube, jetzt hat sich das Spiel aber aufgehängt, oder? Oder doch nicht? Kann sein, dass es nur dieser übliche... Ja, es ist nur der übliche Hänger. Okay. Gut, das würde jetzt bedeuten, ich spekuliere jetzt einfach mal. Nee, die Spekulation ist zu krass. Das kann ich mir nicht leisten. Thank you.
So, nehmen wir es lieber raus. Da hängt zu viel dran. So. Okay, gut. Schauen wir mal, welche Nummer jetzt fehlen. Ah, es waren wirklich die, okay. Gut, das heißt, ich gruppiere die jetzt mal und sage, das sind Lüfter. Lüfter, einfach nur Lüfter. Genau. So. Das müssen wir jetzt mit den anderen auch machen. Das heißt, ich werde auch dann entsprechend. Schön da drauf setzen, genau. Jetzt greifen wir schon mal auf die drauf zu. Das ist, hätte ich auch anders machen können. Ja, hätten wir auch anders machen können, aber ist egal. So. Genau, das heißt, das sind dann Lüfter, Luftschleuse, zum Antrieb. Machen wir so. Antriebsmotor. So, wunderbar. Sehr schön. Weil die müssen wir ja halt auch gruppieren, damit man dann hier über den Schalter drauf zugreifen kann, ne? Genau, jetzt sind wir schon. Jetzt fängt er an, hier das Ganze mit Sauerstoff zu versorgen. Wunderbärchenhaft. Ast rein. Sehr schön. So. Naja, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich habe jetzt. Wie viel habe ich denn hier? Ja, das ist einfacher, das hier vorne zu machen. Genau. Und zwar. Ich muss sie nur so weit kaputt machen, dass sie nicht mehr funktionieren. Warte. Wunderbärchenhaft. So, einmal kurz. Ah, gehen wir hier schnell über das Terminal. So. Dann müssten wir jetzt auch wieder welche angezeigt bekommen, die alle nicht funktionieren. Genau. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, habe ich vertan? Ne, doch, passt in der 12. So. Und das sind dann Lüfter, Luftschleuse zum Hangar. Genau. Von Fabrik. Genau. Das war das, weil wir können ja auch von der Brücke zum Hangar gehen. Ne? Zum Antriebsmodul können wir nur einmal gehen. Das geht nicht von woanders aus, aber zum Hangar können wir auch von der Brücke aus gehen, genau, beziehungsweise den Quartieren. So, dann müssen wir das dann genauer spezifizieren. Wunderbar. Das heißt natürlich, jetzt wo das so easy peasy ist, erstmal die Gruppe löschen. Ne, Gruppe löschen. Dann schnappen wir uns jetzt, die markiere ich mal. Da müssten diese hier noch übrig sein, genau. So, die nehmen wir und das sind dann Lüfter, Fabrik, Modul, genau. Wunderbar. Sehr schön. Hätten wir auch vorher drauf können, das so zu machen. Naja, egal, jetzt wissen wir es für die Zukunft. Sehr schön. Müssen wir bloß alle auf den Lüften stellen. Ja, na komm, los. Na los. Doch. Wunderbar. Okay. So, das hier vorne wäre auch erledigt. Das heißt, die stellen wir mal alle auf Entlüften. Genau, wir hören sie auch.
Und jetzt muss hier dann so ein Kontrollpanel hin. Jetzt weiß ich bloß gar nicht mehr, hatte ich mir das irgendwo hingelegt mal? Okay, nee, hatte ich nicht. Ich brauche es mit zwei Schaltern eigentlich nur. Zwei Buttons, genau. Zwei Buttons sind genau das, was ich brauche. Belüften und entlüften. Jetzt ist nur die Sache, wenn wir uns hinstellen, wäre das hier die perfekte Höhe eigentlich, ne? Ja, finde ich auch. Das ist Two-Button-Panel. Da ist es. Das nennen wir dann anders. Schalter. Achso, warum? Was hat er jetzt? Schalter. Luftschleuder. Achso, oder? Großes L natürlich. Luftschleuse. Zum Antrieb. Genau. Wunderbärchenhaft. Und da nehmen wir dann die Gruppe. Wo ist das? Lüftefabrikmodul. Luftschleuse, genau. Ich hoffe, dass es jetzt der obere ist. Das ist dann... Entlüften aus. Und das ist Entlüften... Wobei, wir könnten auch nur einen einzigen Schalter nehmen, ne? Ma, nee, machen wir nicht. Mist, ja, jetzt hänge ich hier und... Dann muss ich gucken, das ist jetzt... Mach mal zu. Okay, das ist wunderbar. Jetzt ist der Sauerstoff wieder raus. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, die Luftschleuse funktioniert. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, wie gut die Dinger funktionieren, ne? Gut, ist jetzt ein relativ kleiner Raum, aber immerhin ganz schnell B- und entlüftet. Das gefällt mir. Naja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, euer Mr. Zocker. Thank you.